Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4. So, ich bin zurück zum Haus geladen und irgendwie waren die alle dann nicht mehr drüben bei Moe und Marvin, sondern alle hier. Und dann ist der Papa gegangen und irgendwie, ich weiß auch nicht, guck mal, Marvin ist da. Ich heiße Marvin. Sag mal Marvin, hallo. Dass die auch aber den ganzen Tag lang immer zu einem angelatscht kommen, ist unglaublich. Ja, ich brauchte mal eine Pause, deswegen habe ich mich im Schlafanzug da rausgeschlichen. Worum geht's hier? Was Dramatisches? Was machen Thorsten und Miki da drin? Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin, war schon lange nicht mehr da. Ich schütze dir, dass du mich eingeladen hast. Wieso ist dich selber eingeladen? Echt wirklich? Thorsten geht jetzt tanzen? Ist ja gar nicht peinlich oder sowas. Wieso, ich tanze voll gut. Ich würde nicht sagen, dass du gut tanzt. Würde ich nicht sagen, aber ich mache mit, ich tanze auch nicht viel besser. Da guck mal, checka, checka. Ja, aber sieht doch einigermaßen gut aus hier. Also du kannst wenigstens sowas hier. Oh Gott, wie knuffig. Er lacht so super mit seinem Hast verspielt? Verspielt. Ach stimmt, die haben ja jede Menge Unsinn angestellt gehabt. Was machen die jetzt da draußen? Ich weiß es nicht. Das Bild ist auf jeden Fall ein Bild für Götter. Beine hier abdancen. Yeah. Mhm. Aha. Und ich höre von der Musik so gar nichts. Lautstärke. Oh, ist ja auch niedrig. Mach mal hoch. Jetzt höre ich was. Ich wünschte, ich wäre ein Star. Dann könnte ich auch so tolle Songs machen und alle Leute würden zu meiner Musik tanzen. Ja, ich hab gedacht, ich werde mal Profisportler früher. Als ich jung war, wollte ich Profisportler werden. Wirklich? Du glaubst, ich muss mir was zu essen holen. Okay, da halt nicht so lange mit mir alleine. Warum steht hier überall Drinks auf dem Boden rum? Dim und Gusty. Dann trinken wir mal den ganzen Alkohol weg. Oh, Mika schräumt auf. Das ist ja unglaublich. Marvin hat sich mal wieder an seinen alten Computer gesetzt. Ich hatte Heimweh. Ich meine, ich wollte einfach mal wieder hier sein, weil ich wollte hier sein, weil... Ich würde sagen, wenn sie auf der Toilette war, gehen wir mal bitten zu gehen zu Marvin, auch wenn das nicht so höflich ist. Ach, das tut mir leid, Yuki. Ich habe dich beim Pinkeln erwischt. Tut mir leid, sorry. Ach, Yuki. Verwenden, spülen, Hände waschen. Ersetzen. Also der Pool hat unser ganzes Geld gefressen. Thorsten, wein doch wenigstens mal ein. Geh mal schwimmen, wenn du ihn schon finanziert hast mit deiner Kunst. Wo ist denn hier draußen alles? Das ist der Alento Strikewater. Der ist abgehauen. Der ist dann plötzlich abgehauen. Und der hat Pinkie Pie gefunden. Pinkie Pie Pony läuft hier. Sie sieht ein wenig gruselig aus. Ah, Thorsten ist ein Pool mal Plansch, Plansch. Schön. Endlich. Endlich jemand, der meinen Pool zu würdigen weiß. Song gehen. Ja, das Einzige, was man machen kann, ist hier schwimmen und so. Was mit Yuki los? Vor allem verstecken. Oh. Leos arbeiten? Ja, soll er ruhig normal arbeiten. Hat ja keine besondere Stimmung. Oh Gott, hier stehen so viele Getränke rum. Oh, Yuki. War es doch nicht schlimm gewesen, dass man dich dabei statt wie auf der Toilette gesessen hat? Das stelle ich mir voll blöd vor, wenn das passiert, oder? Da ich mit jemand Erfahrung, mir ist das noch nie passiert. Ich habe auch noch niemanden auf der Toilette erwischt, also. Thorsten möchte auch aufs Klo gehen. Ich kann mal die ganzen Drinks hier noch wegtrinken. Der ist leer, aber der sieht doch noch gut aus. Läuft unsere Rocks. Können wir ihn sogar in den Kühlschrank stellen, den hält er bestimmt länger. Oh, der hier sollte schnell getrunken werden, eher verdirbt. Dann haben wir hier noch den da, der braucht noch 3 Stunden. Geht's dir jetzt wieder gut, ja? Ein Stück vom Kuchen essen. Danach kannst du dich mal um deine komischen Mutantenpflanzen kümmern. Unsere Zwarotte und hier unseren Zwinat. Das hier ist
gekreuzte Pflanze, aber da sind nur Tomaten dran. Ist ja langweilig. Wieso Thorsten eigentlich einen Ohrring, wenn er Badeklamotten anhat? Ich dachte, du wolltest was essen. Achso, du guckst jetzt dazu, wie er isst. Geh ich vom Garten kümmern. Garten kümmern und ernten vor allen Dingen. Mikasch muss los. Na gut. Au revoir, mon amour. Oder arrivederci. Keine Ahnung, ich kenne kein Französisch. Arbeitstechnisch müssen wir irgendwas Besonderes machen. Zweimal Kunstreferenzen erfolgreich durchforsten. Ach, es war ja nicht erfolgreich. Irgendwie was war doch da was. Auswahl. Web. Recherchieren. Kunstreferenzen recherchieren. Machst du da My Sims spielen? Das kannst du knicken. Bin ich gezockt, wird gearbeitet. Ja, halt nackt. Naja, ist bestimmt warm drin, ne? Und die Heizung schön warm aufgedreht. Jetzt Kunstreferenzen recherchieren. Was haben wir denn hier? Der Schrei von Munk. Okay. Aha. Der Hochzeitstorten Lamas. Roboter. Roboter. Ah, okay. Der Roboter malt gut. Das wusste ich nicht. So realistische Porträts, ne? Das interessiert mich nicht. Nur mal auf Google gehen. So. Wurstbrot. Ah, was haben wir denn hier? Mm. Oh, das sieht gut aus. Oh, das ist aber ein schönes Haus. Es ist richtig geil. Die surfen richtig. Das war eine lange Adresse, die er da eingibt. Das ist eine Partnervermittlung? Du sollst doch nach Kunstreferenzen sortieren. Ich suche ihn. Ist fertig? Gut. Dann kannst du da mal weitermalen. War das jetzt erfolgreich? Ja, haben wir geschafft. Selbstsicher wegen flammendem Getränk. Yuki isst ein Stück Kuchen. Thorsten hat sein Stück Kuchen da stehen lassen, beziehungsweise das wollte eigentlich Yuki essen. Das ging dann aber nicht, weil Thorsten so gemein war und das einfach sich davor gesetzt hat und Yuki nicht mehr dran kam. Das mit dem Gartenernten hat jetzt auch nicht so gut geklappt, würde ich behaupten. Alles ernten. Düngen. Zwibbel. Düngen. Karotte. Düngen. Zwibbel. Düngen. Zwibbel. Ich weiß nicht, ob man mit Zwiebeln düngen soll, aber ich denke mal, das sollte ganz gut klappen. Ach, das kann sie mit einem Drink in der Hand machen, ja? Nee, doch nicht ganz. Ist auch, ist super so zu ernten. Ratsch! Ratsch! Ja, sie hat die Sachen wenigstens in der Hand. Das ist nicht so wie bei den anderen Sims-Teilen. Kann sie hier wenigstens noch bewässern. Ansonsten gehen wir weiter düngen. Spinat. Ja, sie trinkt nebenbei noch. Das nenne ich Multitasking. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Wie viel ist das wert? 940. Ja, dann tun wir das ruhig verkaufen. Dann kannst du nochmal ein realistisches Gemälde malen. Davon kann man nie genug haben. Und dann gehst du natürlich auch noch was essen. Kannst ja die Reste hier essen. Und Yuki, bist du soweit mit deinem Garten? Ja, gleich. Ey, was ist mit dem Trinken neben dem Arbeiten? Geht so nicht so leicht. Wenigstens ist es nicht reingegangen, um das wegzustellen. Bessern. Irgendwas glitzert doch hier. Weiterentwickeln. Sehr gut. Haben wir welche Punkte gesammelt? Genau, 10 Pflanzen jäten oder bewässern. 10 mal etwas pflanzen müssen wir noch. Aber um so viele Pflanzen können wir uns gar nicht kümmern. Hm. Was könnten wir könnten noch. Kommen wir vielleicht ein paar mehr Samen ran? Wir müssen noch ein paar andere Dinge anpflanzen. Wir haben auch so viele Karotten und so. So, die Qualität ist gestiegen. Glitzert sonst noch eine Pflanze? Nein. Können wir nochmal. Wir können nochmal düngen. Ich meine, die Pflanze, kann man die überdüngen oder was? Überdüngte Pflanzen, das hat doch jeder gerne. Wie geht's dem Baum? Nehmen wir auch düngen.
Die Pflanzenqualität ist gestiegen und Leo hat Geld mit nach Hause gebracht. Hi, Leo! Na, Leo, musst du mal aufs Klo? Na, dann auf. Kühlschrank aufräumen. Das können wir mal machen. Und dann eine schnelle Mahlzeit, hier Cerealien. Und dann, Leo so, ha, endlich! Toilette! Oh, schön! Die geht schlafen. Ist ja auch schon wieder mitten in der Nacht. Boston, bist du davon satt geworden? Nee. Naja, dann wirst du morgen halt zum Frühstück und so, ne? Wirst du jetzt auch mal schlafen. Wow, das ist ja voll schön geworden. Oh, das ist ja klasse. Ja, das ist auch viel wert, aber das möchte ich hängen haben. Ja, dass das viel wert ist. Das möchte ich hängen haben. Das passt in unsere kleine Galerie hier. So, alt gedrückt halten. Das funktioniert übrigens nur mit dem alt gedrückt halten und dem frei bewegen und allem drum und dran und frei drehen, wenn man die Sims 3 Steuerung aktiv hat in den Einstellungen des Spiels. Das ist richtig schön geworden. Olli räumt auf hier. Alles. Diese eklige Ekelgläser. Das ist ja super. Das da draußen auch, das Ekelglas. Hätte Yuki eh nicht mehr trinken sollen, war kurz davor umzukippen. Aber es wird natürlich wieder im Badezimmer abgewaschen, ist klar. Warum denn nicht? Geht doch hier. So, jetzt hole ich mir noch schöne Cerealien aus der Milchfüllung. Nee, Moment. Dieser Begriff Cerealien, wie der sich auch eingebürgert hat durch diese Werbung mit dem, dass man halt überhaupt weiß, dass das Zeug Cerealien heißt. Ich habe früher ohne die Fernsehwerbung gar nicht gewusst, dass das Cerealien sind. Also, dass man die so nennt. Ich finde den Namen irgendwie seltsam, wo das wohl herkommt. Kannst du nicht auch mal was herstellen? Wobei, du müsstest eigentlich deine Comedy-Skills ein bisschen verbessern, oder? Wenn die drei der Gitarren- oder Comedy-Fähigkeit erreichen. Mal ausschalten. Könntest noch ein bisschen Witze erzählen. Ein bisschen üben. Weil müde bist du noch nicht. Nee, komm. Kommt ein Clown aus der Box. Und erschreckt alle. Sagt er, meine Freunde, wisst ihr? Und hat Millionen Publikum. Ja, das ist lustig, ne? Sowas passiert nie. Übrigens, meine Freundin ist voll nett. Kann nichts Schlechtes über dich sagen. Habt nämlich einen normalen Menschen erwischt. Im Gegensatz zu anderen Comedians. Kommt ein Rabbi in die Bar. Nee, der wird rassistisch, der Witz, lass ich lieber. Kommt ein Pinguin in die Bar. Nee, das ist auch rassistisch. Kommt ein Clown in eine Bar. Wird kaputt gehauen. Niemand mag Clowns. Okay. Hundewelpen. Ihr mögt doch alle Hundewelpen, oder? Jeder mag Hundewelpen. Das Soziallevel steigt dadurch auch noch. Das ist ja dann gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt aber 2 Uhr, da solltest du trotzdem schlafen gehen. So direkt von der Arbeit kommen und sofort wieder schlafen gehen, ist bestimmt ein bisschen befremdlich, aber... Auf! Na, dann legt euch mal wieder alle ins Bettchen. Schön Haya-Bubu machen. Habe ich das gerade laut gesagt? Haya-Bubu machen? Ja, anscheinend schon. So, Yuki muss jetzt dringend aufstehen und auf die Toilette verwenden. Ich hatte gedacht, dass da irgendjemand draußen ist, aber es war ein Schmetterling. Ich habe mich vor dem Schmetterling ein klein bisschen erschrocken. Ritter wieder machen oder lecker Rührei? Lecker Rührei am Morgen. Boah, jetzt ein Rührei. Na? Hier hat auch schon wieder jemand nicht aufgeräumt. Thorsten wird auch bald aufwachen. Total hungrig und fertig mit den Nerven. Und du musst arbeiten heute, ne? Ja, du hast auch nur das Wochenende frei. Pizza? Du gehst mal lieber auf die Toilette statt Pizza hier. Nix Pizza. Ist ja auch schon 7 Uhr hier. Holla. Muss ja bald arbeiten, ne? Um 8 fährt dann eigentlich ja schon meistens das Auto. Oder ist es pünktlich um 9? Das war nötig, Thorsten, ne? Ja, manchmal muss das laufen. So wie meine kleinen Puschelhäschen. Diese männlichen Hausschuhe. Oh, das ist ein wunderschöner Blick. Hm. Muss ich alleine pinkeln? Thorsten, auch nur bei meiner Beziehung, das heißt das nicht gleich, dass man dann auch zusammen pinkelt. Warum denn nicht? Ist nicht unbedingt jetzt so normal ist. Also sich das Badezimmer zu teilen, eventuell schon. Aber, also jetzt, ne, einer duscht, der andere geht aufs Klo, ist trotzdem nicht unbedingt so. Ihr guckt das mal an. Hättest du sitzen bleiben können dafür?
ich. Ach, Juri, was ist denn im Hunger, ne? Ich kann auch hier mal die Aura. Na, dann wird aber wieder alles so verspielt. Oh, Pfannen, Töpfe. Cool. Das riecht hier gut, ne? Auf, Thorsten. Hol dir was zu essen. So, Leo hat auch Hunger. Der kann auch jetzt mal aufstehen und sich ein Gericht nehmen. Richtig schönes Frühstück. Die Sims haben richtig vernünftige Zeiten bei mir. Ne? So vom Aufstehen her, Essen und so. Das klappt auch viel besser. Ich finde, das Balancing, was die Dauer von Interaktionen und so angeht, ist in Sims 4 wesentlich angenehmer. Wenn es euch so gut geht, wie sieht es dann gerade bei Moe und Marvin aus? Mit Leo vor allen Dingen. Marvin müsste doch jetzt eigentlich auch gleich arbeiten. Ob er dann befördert wird? Und wenn ja, würde ich als nächstes dann die Alterung von Chloe in Angriff nehmen. Weil es würde ja einfach gut passen. Höhere Jobstufe, mehr Gehalt, mehr Möglichkeiten. Drücke G, um das geht dann jetzt im Baumodus ein- und auszublenden. Ja, Marvin muss auch um 9 auf der Arbeit sein. Könnte eventuell heute einen Beförderungsweg durchschreiten. Was macht Moeda? Sie liest. Jetzt hört sie es nicht mehr. Was hast du da gelesen? Bauer ohne Frau, der Untergang von Grand Roddick. Bauer ohne Frau. Oh, eine schöne neue Fernsehserie. Bauer ohne Frau. Einfach nur zugucken, wie so ein Bauer da rumläuft. Hallo, ich bin Bauer. Eine Stunde, dann ist das vergammelt. Denn das kannst du auch knicken, als da noch in den Kühlschrank zu packen. Wie sie hier machen? Umarmen. Oh. Komm, Marvin, lass dich knuddeln. Oh, Schatz, ich bin so glücklich. Ah, das freut mich. Danke, dass ich an den PC darf. Okay. Hier diese Klamotten. Sie könnte ja anfangen, Bücher zu schreiben. Erstmal schreiben üben. Würde eigentlich ganz gut passen. Kann man auch Geld mit verdienen. So, Marvin, dann arbeitest du aber bitte fleißig jetzt. Und wir lassen sie mal ein bisschen üben. Leo kommt zu Besuch, den ignorieren wir einfach. Es ist ja nett, dass die Sims ab und zu so zu Besuch kommen, aber dass das so penetrant viel immer ist, ich weiß ja auch nicht. Man möchte vielleicht auch mal einen Tag Ruhe haben. Sollten einfach vorher anrufen, wie das bei Sims 3 der Fall war. Ey, darf ich vorbeikommen? Nicht einfach so vorbeikommen, sondern anrufen, hast du Interesse? So, wäre interessanter. Okay, da ist ja gleich ein Level Up im Gang. Das ist ja schön. Was übt sie eigentlich da zu schreiben? Das ist aber nicht Schreiben üben. Dank ihrer frisch erworbenen Schreibfähigkeit kann Moe jetzt die Vorteile des erweiterten Wortschatzes genießen und grammatisch korrekte Sätze bilden. Einfach nur durch das Tippen von Buchstaben. Das ist ja geil. Soll ich auch mal üben. Kinderbuch schreiben. Kinderbuch. Au ja, lass uns ein Kinderbuch schreiben. Guck mal, da kommt der Opa wieder. Lalalalalalalala. Ja, ich ging nicht da. Pit der Dachs, das ist ein Kinderbuch. Hm, ein Kinderbuch. Wie nennen wir ein Kinderbuch? Die Abenteuer von Schneeball. Schneeball ist eine kleine schwarze Katze mit weißen Pfoten. Immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Die Abenteuer von Schneeball, Teil 1. Immer auf der Suche nach Abenteuern. Und ihr erstes Abenteuer handelt von... Nee, passt leider nicht mehr hin. Na gut, die Entwickler dürfen zwar lange Texte schreiben, aber ich nicht, ja? Ist ja nett. Habe ich Abenteuer richtig geschrieben? Das kann ich nämlich eigentlich nicht so gut schreiben, meine ich. Opa kann mal reinkommen. Kommt da rein. Super. Hey, ich schreibe gerade ein Kinderbuch. Das wird bestimmt voll der Bestseller. Hä?
damit sie ihn hereinbitten kann, muss sie dann nochmal aufstehen. Das erklärt sich irgendwie nicht so. Weiterschreiben. Opa kann sich ja ums Baby kümmern, ne? Oder Fernsehen gucken. Und dann kommt Yuki vorbei und die ignorieren wir einfach. Opa ist okay, aber Yuki soll sich um Garten kümmern. Das wäre halt cool, wenn man halt, wenn man die Haushalte, die man so spielt, ist das bei ihr los angespannt, Schreibblockade. Ja, das kann passieren. Wenn es ja so lange ein bisschen mit Baby spielt. Was ich schön fände, wenn man halt die Haushalte, die man spielt, dass man hier irgendwie noch so einen zusätzlichen Button oben hat, dass man zwischen denen schneller hin und her wechseln kann und die auch noch ein bisschen steuern kann. Dann wäre Sims 4 nahezu perfekt. Dass man halt so, wie wenn die Sims irgendwo gerade woanders sind, ne, dann hat man diese Steueroption, dass man das dann da auch hat. Dann wäre das, dann wäre es nahezu perfekt. Oh, Baby. Oh, Regenbogen, Bulubu. Oh, Nubu. Ich muss es schneiden. Skuna Metzel, Nubu. Skuna Metzel, Mubu. Buja. Wie lange muss Marvin arbeiten? Bis 17 Uhr, ne? Das geht ja noch. Richtig viel Geld haben wir nämlich auch nicht mehr. Marvin muss unbedingt mal eine Beförderung durchkriegen, damit wir die Money haben, um unsere Miete bezahlen zu können. Sie hat großen Hunger. Aber das Baby sagt doch gar nicht, dass es großen Hunger hat. Mal also schreien die Babys doch, wenn sie Hunger haben. Da stand aber überhaupt nichts dran. Baby ist kaputt. Das ist total schwierig einzuschätzen, wenn du die Bedürfnisleiste vom Baby nicht siehst. Mal die Windel nochmal wechseln, das ist zwar nicht schmutzig, aber wer weiß, vielleicht backt das ja ein bisschen. Angespannt, was könnte sich vom Spiegel beruhigen? Und Opa zockt. Alles voll blöd heute, mein Buch ist nicht so toll geworden. Was wollte sie gerade? Oh. Jemanden kennenlernen. Jemanden brüderlich umarmen. Bar kaufen. Ich glaube, es geht los. Bar kaufen, ja? Sonst noch Wünsche. Apropos Wünsche. Abendessen servieren. Fischtacos. Marvin kommt bald nach Hause. Der hat bestimmt auch Hunger. Sieht auf jeden Fall Spaß. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, hier nicht das Essen über die ganze Spüle kippen. Oh, Level 3 der Kochfähigkeit. Naja, das war schon mal was. Und Marvin ist verspielt. Wow, verdient er viel am Tag. Aber er ist ja... Ach stimmt, wir sind befördert worden, vermute ich einfach mal. Ja, Marvin wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschef. Er verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde. Hat zudem folgenden Bonus erhalten. Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Der nächste Schicht beginnt um 9. Arbeitet auch wieder von 9 bis 17 Uhr. Outfit ändern. Alltagskleidung, bitte. Und wir haben was bekommen. Das sind die... Ja, das sind die Linien, die brauche ich aber immer. Weil ich hatte Zimmer... Ach so, nee, hier. Schön. Konzentrierte Arbeit ansehen. Und da kann man die emotionale Aura aktivieren und dann kann er wahrscheinlich konzentriert arbeiten. Thorsten ist mal wieder in seiner Unterwäsche vorbeigekommen. Und dann noch um Baby kümmern. Schau, kein Reden, kuscheln. Hey Thorsten, kannst du da draußen stehen bleiben? Oh, gute Musik. Dann würde ich sagen, ist im nächsten Part sind wir wieder fertig für eine Geburtstagsfeier. Auch wenn wir nicht wirklich Geburtstag feiern können, weil wir können das Kind nur über den Buggy, über das Kinderbett erwachsen werden lassen. Aber naja. Bis zum nächsten Mal.